Auf eine Übung, wo es mehrere Versionen gibt für Anfänger und Fortgeschrittene, ist die Übung für die Schulter und den Rücken. Der andere ist jetzt der Fortgeschrittene. Der hat die Füße gut am Boden, hat da seine Knie genau unter der Hüfte und schiebt jetzt nach vorne in die Position mit dem H. Das heißt, die Daumen berühren sich und er wandert in den 20-Sekunden-Teil immer tiefer rein. Auch hier wird diese Grundspannung Rücken und Bauch. Die Lena ist jetzt die Person mit ordentlich Schmerzen im Schultern und Rücken. Die nimmt sich die Fensterbank oder aber einen Tisch, behält auch diese Position vom H, atmet schön aus und kann hier sich vorsichtig rantasten. Das arbeitet ordentlich hier in der Brustwirbelsäule. Die Schulterblätter zucken ganz oft und hier kannst du dann selber bestimmen, ne, wie weit du runtersinkst. Natürlich arbeitet hier der Beuger auch schon. Bei der Position, die der andere hält, ist es ganz oft am Anfang, dass man aussteigt während der Übung. Immer wieder mal kurz aussteigen, ausschütteln und wieder rein. Du wirst sehen, nach 3-4 Mal, dann klappt das auch mit dem kompletten Durchgang. Hier ist es manchmal so, dass man Angst hat, dass man Krampf kriegt. Dann stelle ich mal ganz schnell die Zehenspitzen auf und dann bin ich schon wieder ganz vorne in meinem Schulterrücken.